Hey, lieben Fans des klassischen Horrors und damit herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2. Ich habe mich nochmal ganz genau umgeschaut in dem Motel überall, nochmal Scheiben eingeschlagen, ob ich irgendwie den Code zum Tresor finde oder so. Also, nee, da ist einfach nichts. Und deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Achso, was, ich habe noch ein Tor gefunden, das ist da markiert. Das ist direkt nebenan, das ist halt auch abgeschlossen. Und jetzt ist der Plan, einfach mal weiterzulaufen, ne? Weiter die Stadt erkunden. Hier, Kegelbahn, ne? Bowl, ja. Boah, da sind wir schon so weit gelaufen, krass. Ja gut, ich bin ja auch am Sprinten, ne? Oh, hier kommen wir rein. Geil, nice. Hier ist was. Ein bisschen Munition muss sein. Sonst stehst du ganz allein mit der Waffe da. Oh, cool. I'll just wait around the place. Why would I want to wait outside? I thought you might not want to. James, if you don't want me around anymore, you can just say it. No. Ach so, einfach ist das. Just a... Dann geh. Stray thought. Ja, ich bin schon ganz froh, in Gesellschaft zu sein. Ist das nicht ganz so gruselig? Auch wenn es nur ein Ingame-Charakter ist. Oh, hier ist Speicherpunkt. Na toll. Alles klar. Oh, ist das geil. So ein bisschen, so ganz, ganz leicht Last of Us Feelings gerade. Aber auch nur, weil das Spiel optisch schön ist und weil es halt gerade sehr viel erkunden ist. Und in Last of Us rennst du teilweise auch einfach mal ein, zwei Stunden rum und erkundest einfach nur irgendwie irgendwelche Gebäude und so. Was ich super, super spannend, super cool finde. Alles so verlassene Sachen. Alte Kegelbahn mit Pizza. Oh. Willst du ein Stück essen? Finde die Pizza an Peters Kegelbahn. Nee, Pete's. Nicht Peters. Oh, cool. Können wir spielen? Das wäre cool. Muss mal kurz die Kegelbahn ablaufen, ob hier nicht irgendwo... Aha. Das war mir klar. Kann ich, aber spielen kann ich nicht, ne? Ich will es nur nochmal sicherstellen. Ne. Schade, mal so eine Bowlingkugel werfen, komm, das wäre doch was. Hier geht's schon wieder raus. Na gut, was heißt schon wieder, ne? Ist halt auch nur eine Kegelbahn, ne? Oh, schön. Das Auto schon durchsucht? Ne, ist nix. Okay. Auch nix. Oh. More of those things. Ja, die sind nicht schlimm, du. Alles, was größer ist als das, ist eine andere Geschichte. Naja. Komm her, du bist Vieh. Das zwei hier?
Ich will gerade nicht. Blocked. Oh, sorry. Was wolltest du sagen? Has been for a while. You know what's in there? Not sure. I'm not even sure when was the last time anyone's been inside. Ja. Das werden wir wohl bald mal herausfinden, was da drin ist. Da werden wir wohl bald mal reingehen. Haben wir einen Zettel bei dem Werkzeugkasten aufgehoben, der besagt 111 irgendwas? Ich glaube nicht. Den brauchen wir aber. Der besagt nämlich, mal Moment. Der besagt 1380. Und dann sagt er 1 weniger, 1 mehr, 3 weniger, 1 mehr. 1 weniger ist 0. 1 mehr bei der 3 ist 4. 3 weniger von der 8 ist 5. Also 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. Das muss der Code sein. 0, 4, 5, 1. Wow, okay, das ist aber geil. Das ist, okay, das ist, das ist... Wow! Oh, was ist das denn? Okay, I'm fine. Alter! Nee, ist ein normales Vieh gewesen. Okay, das sah so riesig aus. Holy shit. Was zum Teufel? I think you just saved my life back there. Holy shit. I did. Yeah. So am I. So, jetzt haben wir einen Schlüssel fürs Tor hier. Jetzt können wir ja mal durch. Alter! Yay! Yay! Where to now? Just down this way. Oh. Munition. jetzt müssen wir ganz kurz rechnen, Leute. Stunde. Ja, ungefähr 10 Minuten, also ungefähr muss ich jetzt nochmal 50 Minuten aufnehmen, glaube ich, ungefähr. Ich muss das nachher mal schneiden, rendern. Kommst du nicht mit? Nö. Oh. Ah ne, okay. Sah so aus, als würde da was hinterliegen. Is everything all right? I... Yeah, it's just... This place... Ja. Just... gives me the creeps. Hä? Eh? I'm not sure why. You ever been inside? I'm not sure. It does feel familiar somehow. What the fuck? Like a bad memory. It's nothing, really. Okay. Wenn du meinst. Oder so? So, James. 3 years. That's a long time. What will you tell her if, when you find her? That I love her. No. Oh, then. Lucky her. What's that supposed to mean? Nothing. Like I said, 3 years is a long time. Ja, sie hat nicht ganz unrecht, aber pff. Wüsste nicht,
woran das jetzt irgendwas ändern sollte. Ja, ne, hier ist nichts weiter. Ich will mich nur... dieser Nebel ist halt, wenn du bloß so 2 Meter weit gucken kannst, naja, oder 10, dann will ich alles so double checken, weißt du? Um zu gucken, ob ich wirklich kein Haus übersehen habe gerade oder so. Können wir hier reingehen? Ne. Sieht ja fast begehbar aus. Die mit ihren amerikanischen Flaggen, ey. Hier läuft ein Generator? Hier läuft ein Auto? Hä? Warum läuft hier ein Auto? So, ich habe mal einen Schnitt gemacht wahrscheinlich an dieser Stelle. Bisschen kompliziert. Muss jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde circa aufnehmen oder so. Oh. So, what now? Now we look for another way. Yo, Upgrade! Upgrade! Stahlrohr statt ne scheiß Holzscheit. Geil. Oh yeah. Oh yeah, das ist geil. Oh, hier ist schon wieder alles voll. Oh Gott, sind hier viele. Aua. Oh, sind hier viele? Alter. Alter! Okay. Hier ist aber richtig, hier ist richtig viel los gerade. Okay, aber ich fühle mich schon ein bisschen krass jetzt mit dem Stahlrohr. Oh! Aua! Ich bin ausgewichen. Oh!
Aua. Oh, das war schlecht, ja. Das war schlechtes Timing. Weg. Shut up. Hier sind so viele. Alter. Ja, das Vieh habe ich gesehen. Ah, hier. Ich habe mich durch den Zaun, ich denke so, hä? Alter. Hohohoho. Okay, wir haben's. Eieieiei. Leiter? Geht hier runter? Nee. Oh, eine coole rote Tür. Guck mal, der Schmetterling auf der Tür. Der sieht aus wie der auf ihrer Brust. Ich glaube, wir sind irgendwie da, wo sie uns vielleicht irgendwie haben will oder so. Ich weiß nicht. They're coming? War das jetzt eine kleine Info, von wegen hier ist irgendwo eine? Oh, ist das eine Bar? Okay. Wo ist sie hin? Ja, das ist irgendwie eine Disco. So ein Tanzclub oder so. Hier hat sie bestimmt gearbeitet oder sowas? Ready to kill it. Bereit zum Durchstarten. Wenden. 12, ja. Überall diese Zahlen, ne? Oh, da war sie. Warum macht sie zu? Okay, das war creepy. Zieht sie sich um? Maria? Hello? Ich will kein Spanner sein. Huch. Nee, aber ich wollte gerade wissen, was sie ja macht. Ich glaube, die zieht sich um oder so, oder? Oh.
Was ist das hier? Was ist das hier? Oh, das finde ich gerade richtig gruselig. So, sie geht auf einmal einfach so weg. Sie lockt uns hier irgendwie rein und hat hier zufällig den Schlüssel. Oh, das ist gerade super creepy. Ich weiß nicht. Das ist gerade echt nicht so toll. Das ist sehr gruselig gerade. Irgend so ein Club auch hier. Gefällt mir gar nicht. Das sieht aber sehr cool aus hier. Paradise. Paradies. What? Come on, don't give me that look. I was just kidding. What is this? Is this a special place you met? Don't be silly. Just have to go through and out the front. Then again, now that we're here, can't we stay? Just for a little while. Catch our breath before we head back out there. I don't have time to take a break. Mary could be out there, waiting for me. I know. It's just this place, this whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it, even for a second. I'm sorry. No, it's fine. Sorry, I didn't mean to. I guess this place is getting to me, too. Am I crazy? You know, for thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. What's that? Hopeful. Well, that's a nicer way of putting it. Here. What are you doing? Something to take the edge off. No? You sure? Fine. Be that way. Here's to... to hope undying. We should probably get going. Fine. Ready when you are. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall alles. Ja.
Mach nur einen Witz, sagt sie. Na toll. Sehr witzig. Verloren und gefunden. Sonnenbrille, Brieftasche, Bild. Was ist das eigentlich für ein Bild? Kannst du das nicht mal beiseite schieben da? Was ist das für ein Bild? Und irgendein Ring? Ah. Sehr coole Location hier auf jeden Fall. Voll geil. Oh. Hier, tanz mal. Ja, das glaube ich dir. Ist hier oben noch was? Oh. Okay. Cool. Okay, wir speichern mal ab hier das Ding. Let me know when you want to move on. Jetzt. Let's go. All right then. Okay. Come on. We could come back later if you want. You know, in case we need a break. I'm not sure if that's a good idea. Whatever you say. Das ist aber so cool geschrieben alles so, ne? I guess so. Okay, nice. Strom? Nee. Okay. Alles zu. Geht's hier rein? Nee. Okay, it's not far now. Oh, da ist ein Vieh. Hier rechts ist ein Vieh. Da. There's more of them. Naja. Nicht schlimm. Einfach ignorieren. Alles gut. Geh wieder in deine Ecke zurück. Dann tue ich dir nichts und du mir nichts. Haben wir beide was von. Sorry, dass ich versuche, einfach in jedes einzelne Haus reinzugehen. Aber das ist leider... Ich würde es doch ganz cool finden, würden die einfach zustehen hier. Einfach irgendwas vor. Würde mich gar nicht stören, wenn das bei jeder Tür so wäre. Dann wüsste man wenigstens direkt, okay, da kannst du nicht rein. Ich meine, gut, die sah auch gerade relativ so aus, dass man da nicht reinkommt, aber... Naja, ihr wisst schon. So, gut. Geht's weiter? Da sind wir wieder auf Hauptstraße hier, ne? Ja. Tatsächlich. Ja. Dann links rein da, ne? Hm. Look,
We're on the other side of that chasm. Some detour. But hey, at least we're here. Welchen Abgrund? Ach, hier. Here meaning where exactly? Ah. Come on. Ah. Ah, okay, alles klar. Okay, da habe ich jetzt eine Einordnung. Ah, hat er sich reingemacht. Mondlichtpark. Ach, da will sie mit mir hin. Oha. Mit Rosen und ach du Scheiße. Okay, ich habe es gewusst, dass es irgendwie sowas ist. Ah, irgendwas will die von mir. Irgendwas will die von mir. Aber warum? Das ergibt noch keinen Sinn. Ich meine, es ist wunderschön hier, aber. A garden? There's a bit more to it than that. If you say so. I don't think I've been here before. Come on. She's just around the corner. She? Die Kleine? There's a story told around these parts, kind of a local legend. It tells of a woman who was cast out, sentenced to die on an island out on the lake. There was a man in town who fell madly in love with her. And every night, he would sneak out, row across the lake, bringing her food and company. And every night she would stand there on the shore, holding a lit candle to help him find his way. But this one night, a terrible storm broke out, caught him out in the open, and it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle to bring her beloved home, to lead him to shore. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. But she's become something of a local saint. Patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. This was a mistake. I shouldn't have come here. Hey. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... Come on. War ein Mädchenschrei, oder? Das war die Kleine. Was für eine geile Story, Leute. Also, sehr traurig. Aber sehr cool. Irgendwie, wenn man das in einem Satz verwenden darf. Voll cool. Das war ein kleines Mädchen, was geschrien hat, oder? Die Kleine? Klang wie ein kindlicher Schrei.
Oh, interessant, wenn das irgendwas mit uns zu tun hat hier. Und ich meine, sie meinte ja, es ist nur so ein Mythos, legendemäßig, wer weiß, ob das wahr ist. Aber wenn die schon eine Statue bauen und alles mit Kerze in der Hand, dann muss das ja zumindest stimmen, dass sie immer mit einer Kerze da stand, oder? Sonst, woher soll das sonst kommen? Und die Frau lebt ja scheinbar noch. Ich bin mal sehr, also weiß man nicht, aber könnte man theoretisch von ausgehen. Ich wäre mal sehr gespannt, oder bin mal sehr gespannt, ob wir die hier noch treffen oder so. Oh, das ist so cool, ne? I think it came from inside the theater. Ein Theater? Man besucht aber auch alles Mögliche, ne? Blumenladen, Bowlingbahn, Krankenhaus, Apartments, Theater. Hier ist alles dabei. Was ich sehr cool finde. You okay? Yeah. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway. And James? Yeah. Be careful in there. Yeah. Oh. This is boring. Yeah. You didn't seem bored a minute ago. Screamed your head off, didn't you? Oh. Kleines Mädchen und noch ein Typ. Interessant. Oh, ist nur ein Film, der läuft. Schade. Nee, es ist nicht. Da sitzen zwei. Was? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was für ein geiles Kino. Not these other monsters. You're weird. Yeah. That's what everyone always says. Ah, ich weiß, wer das ist. I guess people call me weird. Das ist unser Freund aus dem Apartment. Ja, Freund. Aber unser, das ist hier, ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Der aus dem Apartment. Den wir getroffen haben, auf der Toilette, der sich da ausgekotzt hat. Das ist er. Und die Kleine natürlich. So, why don't you just say you're sorry? It always works for me. They wouldn't listen. Nobody ever listens. Das ist cool. Oh nee, nicht abhauen. Ist sie weg? Oh, sie ist weg. Er juckt sich, interessiert ihn gar nicht. Aber sie wird mich gleich so erschrecken. Aber es scheint ja sehr safe hier zu sein, ne? Wenn die hier alles abgesperrt haben. Dann erwarte ich jetzt hier auch eigentlich keine Viecher drin. Hier kommen wahrscheinlich nicht einfach rein, ne? Oh, doch. Kommen wir raus? Sieht jetzt aber nicht so mega safe abgesperrt aus. Einfach nur abgeschlossen oder was? Versteckst du dich auf Toilette? Dann sag mir besser jetzt Bescheid. Boah, stellt euch mal vor, einfach so ein Jumpscare jetzt, ne? Ey, da würde niemand von uns mit rechnen. Stell dir mal vor, diese Tür geht ja auf, stell dir vor, die war ein bisschen auf. Ich würde jetzt hier so reingehen und dann kommt einfach so ein Vollbild-Jumpscare oder so. Alter, das wäre extrem. Das wäre extrem. Das wäre überhaupt nicht gut. Popcorn.
finde Toiletten ja immer ein bisschen unheimlich, ne? Nicht in echt, aber in Videospielen. Na gut, dann sagen wir mal Tag, wa? Oh, er ist wirklich noch da. Ich hätte gedacht, hier ist jetzt niemand mehr. Aber die Kleine ist weg. Wo ist die denn hin? Ist sie versteckt zwischen den Stühlen oder was? Apartment building. Yeah, I remember. I see that you didn't make it out yet. Yeah, I just didn't get around to it yet. At least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? No. Hell. That's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. Ja. Ich find's so geil, wie das ganze Popcorn geklaut da aufgemacht hat, die ganze Maschine da. Und wie das hier überall liegt, das Popcorn, und er hier einfach am Fressen ist. Who is that girl anyway? I don't know. All I know is her name. I swear. Hier liegt doch bestimmt noch Munition zwischen den Stühlen oder so, wa? Oder irgendwas? Ne, man kann nicht zwischen die Stühle gehen. Doch, hier kann man zwischen gehen. Hier liegt doch 100 Pro noch irgendwo was. Ah, siehst du, da geht das schon los. Best Flavor. Foto mit Lippenstift. Ja, gut. Kleines Mädchen. Wo bist du? Oh, die Taschenlampe ist auch... Oh mein Gott. Da ist Laura? Sie. Erschreck mich nicht so. Bitte. Steh da nicht drauf. Laura? Boah, es sieht einfach aus wie Gespenster, Mann. Oh, ist das creepy. Laura? Natürlich nicht mehr hier.
Alter, die ganzen Filmbänder hier. Das wirklich so gewesen bei einem Kino damals? Ja, wahrscheinlich, ne? Krass, ey. Hey! Jetzt warte doch mal. Will dir doch nichts Böses, Mann. Warum hat die Angst vor uns? Ich meine, ja, wir sind der unbekannte Typ und so, aber wir haben hier doch nicht gar nichts. Und vor Eddie hat sie keine Angst, oder was? Ich meine, gut, wer hat vor dem Typen schon Angst, aber... Bleib mal hier. Ist das unter der Treppe? Nee. Laura. Where are you? Laura, stop! It's dangerous! Nein, renn doch nicht raus! Ach komm schon! Du Idiot! Laura, du Idiot! Maria? Did you see a little girl? Yeah, I tried to stop her, but she went that way. We can still catch her. Oh, okay. Wir chasen jetzt einfach? Alles klar. Rechts irgendwo. Oh, die sind Brookhaven Krankenhaus. James, look. Sieht so krass aus, ne? Die Szenerie so. Die Szene gerade, Alter. Kleines Mädchen vor so einem riesen abgeranzten. Hat schon was. Schon cool aus. Passt ja hier auch überhaupt nicht rein, einfach so ein kleines Mädchen, ne? Diese ganze kaputte Welt und keine Ahnung. So krass. Oh Gott, ey. Is that a gun cabinet? Yeah. In the hospital? Yeah. And it's empty. Somehow that seems worse. Oh, wie schön das Licht hier auch reinstrahlt, ne? In der Farbe der Tür so, das ist echt schön. Okay. Okay, das ist ja riesig. Oder es sind einfach nur sehr viele Räume, aber das sieht fast größer aus als die Wooden, als Woods Apartments da. Woodside Apartments sieht größer aus hier. Oh, oh. Ach du Heiliger. Where did she go? Boah, wir können hier überall hin. There. Laura, wait. It's okay. We don't want to hurt you.
she run from us? I don't think she likes me very much. But why? I don't know. Ja, gute Frage. Hier ist jetzt zu, ne? Ah. Jetzt hier auf einmal zu. Als ob sie abgeschlossen hat, so, weißt du? Oh, es geht weiter runter hier. Oh ja, Keller, geil. Krankenhauskeller, das ist doch was, wo ich schon immer mal hin wollte, auf jeden Fall. Oh, zum Glück ist er abgeschlossen. Und wir dürfen den noch aufschließen. Natürlich dürfen wir den noch aufschließen später. Weil es so viel Spaß macht. Oh. Remember. If you experience poor appetite, significant weight loss, insomnia oder hyposomnia or hypersomnia, loss of interest or pleasure in usual activities, feeling of worthlessness or guilt, diminished abilities to think or concentrate, contact your healthcare provider immediately. Sieht so schön aus, ne? Wie das hier so rumweht, die Zettel und so. Oh. 1920. Sehr, sehr cool. Okay. Safe Point, yay! Oh! There's a key in there. No combination, though. We should look around. Might be written down somewhere. Ja. Vielleicht da? Da Wiederholschlüssel verlegt wurden, müssen sie ab jetzt zum Ende jeder Schicht in den Schlüsselkasten zurückgebracht werden. Alle Mitarbeiter müssen sich die Schlosskombination einprägen und dürfen sie unter keinen Umständen an unautorisiertes Personal weitergeben. Bei Problemen wenden sie sich an die Oberschwester. Was machst du da? Gucken, ob der Kaffee noch gut ist? Nee, ist keine Sonne. Der Direktor hat die Akten der drei kritischen Patienten angefordert. Du weißt ja, welche das sind. Könntest du sie bitte in sein Büro bringen? Aha. Abgeschlossen. Ja, gut. Leute, wir haben auch die Zeit erreicht. Ich speichere hier ab. Und dann sehen wir uns sehr gerne wieder zu Silent Hill 2. Ich werde gerade ein bisschen ruhiger, wird auch schon wieder später. Ich mache jetzt so aus. Wir hören und sehen uns wieder, wenn ihr Bock drauf habt. Seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und tschüss.